Guten Abend, meine Freunde. Willkommen zu unserem Quiz. Wer wagt, verliert. Und für die Zuschauer, die diese Sendung bis jetzt nicht gesehen haben, ich sage Ihnen nur, es handelt sich um alles oder gar nichts. Und jetzt kommt unser erster Gast heute Abend, Siegfried Schwebele. Entschuldigen Sie, ich soll zu einem Quiz, soll ich kommen hier? Ja, hier sind Sie richtig. Ach, das ist Quiz hier, gell? Ja, grüß Gott. Hallo, hallo, ja. Wie heißen Sie bitte? Siegfried Schwebele. Rund 100 Mark gewonnen, erste Frage beantwortet, gell? Nein, halt. Beim Quiz ist die erste Frage immer die einfachste, gell? Sagen Sie, wegen der Reisekosten, wie muss ich denn was fragen mit dem Geld und ja, so? Ja, aber nicht hier vor die Kamera, recht? Ach, ist das da. Nicht Radio, ist das Fernsehen? Ja, kein Dank. Fernsehen. Bitte nehmen Sie Platz. Da. Ja, das klappt schon. So setzen Sie sich dahin. Würden Sie bitte zurück. Ja. So, und jetzt. Okay. Alles klar jetzt. Jetzt, hier kommt die erste Frage. Wo kommt die? Hier. Wer ist der Mann? Wer ist der Mann? Das ist eine schwierige Frage. Da müsste ich raten, wüsste ich so nicht. Die Frage war nicht ganz zu Ende. Also, ja, haben Sie Zeit? Ja, Zeit habe ich. Wer ist der Mann von Wenke Möhre? Wer ist denn Wenke Möhre? 1000 Mark verloren. Sagen Sie mal, wegen der Reisekosten und der Spesen kriege ich die dann aber auch wieder hinterher. Die Reisekosten kriegen Sie. Gut. Sie brauchen keine Angst Dankeschön. Zu haben. Jetzt geht's weiter mit der zweiten Frage. Sind Sie wahnsinnig? Können Sie mich nicht warnen vorher? Wer ist das? Wenke Möhre? Nein, keine. Ach, das ist Heino, gell? Mit den blonden Haaren und der dunklen Brille hätte ich den gar nicht erkannt, gell? 2000 Mark verloren. Übrigens, jetzt auch noch einmal. Reisekosten versprechen Sie mir, komme ich dann von Ihnen wieder, gell? Die zahle ich selber. War teuer, war sehr teuer. Ja, kein Problem. Es geht jetzt weiter. Ja. Sie singen ein Lied. Aber ja? Ich werde auch ein Lied singen, aber bitte nicht irritieren lassen. Singen Sie Ihr Lied stur weiter. Und von mir nicht irritieren. Ja, ich bin noch schlecht. Ja, kein Wunder. Ich muss ehrlich sagen, langsam geht's mir auch so. So, Ihr Lied heißt Pegala, Pegala. Wie ging das denn nochmal, das Lied? Weiß ich jetzt gar nicht. Pegala, Pegala. Ah, ich weiß schon, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich, das kann ich. Gut, okay. Die Uhr läuft. Und Pegala, Pegala. An der Nordseeküste. Ja. Pigalle, Pigalle, das an ist der Nordseeküste. Also entschuldigen Sie, vielleicht merken Sie das gar nicht, aber Sie singen ja ein ganz anderes Lied, als ich es ganz anders gesungen habe. Das ist der Sinn der Sache. Also. Sollen wir es nochmal zum Schluss noch besuchen? Einmal, ja. Noch einmal. Pigalle, Pigalle, an der Nordseeküste. 3000 Mark verloren plus Reisekosten 3500 Mark. Vielen Dank, Herr Schwebele. Und nun zu Ihrem Ehrengast heute Abend und das ist Michael Fleka. Michael Fleka? Den kenne ich, das ist doch der Mann von Wenke Möhre.